Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu dieser Ausgabe von Mafia 3. Endlich bin ich wieder am Start. Ja, oh, ich freu mich. Ohne Scheiß, das ist einfach so ein so eine Herzensangelegenheit, dieses Spiel. Es mag echt nicht das beliebteste Spiel sein, das ich auf dem Kanal gemacht habe. Weiß Gott, dass es so ist. Aber es ist einfach so ein Ding, was mich einfach irgendwie wieder jedes Mal wieder zurückholt. Und ich kann es jedes Mal wieder aufs Neue zocken. Und keine Ahnung, es hat einfach irgendwas. Also, seht es mir nach. Und ich hoffe, dass sich die meisten aber doch darüber freuen, dass ich wieder hier am Start bin. Außer die Polizisten, die sich denken, ach, so wie der da fährt. Oh. Das war nicht so gewollt. Da habe ich erst die falsche Taste. Naja, sei es drum. Bullen. Na, so geht's doch gleich viel besser. Lass die Mucke aus. Sonst kommt hier wieder der böse YouTube-Schreck und sperrt das Video. Oh, da hätte ich rein müssen. So, und ab in die Hügel. Oh, da war ein schönes Cabrio gerade. Was macht denn der da mit seinem Kombi hier? Fahr mal zu. Ja, genau, und hupen. Das sind mir die Liebsten. Schleicht hier den Berg hoch und hupt dann, wenn man ihn überholt. Das könnte ein Deutscher sein. Ja, fahr mal zur Seite. Ja, und der Nächste, der hupt. Ja, ist doch gut. Stellt euch mal alle nicht so an. Ah, da geht's rein, okay. War ich hier schon mal? Warum fahren die denn da alle hin? Scheint hier ganz schön beliebt zu sein. Na? So, begib dich zum Harles-Anwesen. Mal schauen, was da so los ist. Bisschen noch die Kohlen mitnehmen. So, langsam schleichen. Braucht man das nicht. Mal schauen, was da oben so los ist. Oh ne, bitte nicht wieder so gruselig. Ach, ich hasse das. Ja, ich glaube, hier müssen wir rein. Ich mag das nicht. Oh, nee, nee, nee. Oh, oh. Ich bin jetzt schon wieder stoned. Ah, okay. Natürlich. Ich komme. So kann die doch gar nicht wachsen. Nee, ich glaube auch nicht, mein Lieber. Er ist hier. Macht euch bereit. Alles Rebellenuniform gehört in den Müll.
Ja. So, gibt's hier noch was? Ah ja, da drüben. Es war bei einer meiner Jagden in den großen Steppen, bei denen wir das wilde Pack eliminierten, als er sich mir zum ersten Male offenbarte. Er holte weit mit seinen großen Klauen aus. Er fasste meine ja. Okay. Was ist da? Da ist noch was Blaues. Verdammt. Sammy hat mir von diesem Orden erzählt. Und alles verliehen, weil er ein paar Sklaven abgeschlachtet hat. Da ist auch noch was. Gehörte wohl mal Hades. Jetzt haben sie daraus ein Relikt gemacht. Die sind aber auch schon strange unterwegs hier, die Lieben, gell? Ja, ja, ja. Das eine gelbe da drüben habe ich aber noch nicht untersucht, oder? Wer ist das überhaupt hier? Ach, da geht's noch runter. Ja, warum auch nicht? Wird noch gruseliger. Das ist ja toll. Okay, mit der habe ich nicht gerechnet. Die haut mich da nieder. Mann, hat die mich da viel gekostet. Wusste doch, dass da noch einer ist. Huhuhu. Das Problem ist, du kannst hier nicht mit der Waffe rumlaufen. Und die Alte hat mich einfach unfassbar überrascht. Und hier mit Alt drücken und so. Das habe ich gerade nicht so ganz in dem Augenblick nicht so überschnallt, muss ich gestehen. Die hat mich doch mehr überrascht, als ich es eigentlich selbst erwartet hätte. Och nee, da geht's noch weiter runter. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße. Irgendein Götze. General Hollis, nehme ich an. Ihr Bild wird ihm aber gar nicht gerecht. Ah ja. Tut mir leid. Sorry. Ja, mach auch mal ein Foto davon. Komm, klick. Herr Sanglant, das wäre alles. Zeit zu gehen. Ja. Ist mir ganz, ganz recht, muss ich gestehen. Es kommt wieder eh irgendjemand und überrascht mich. Huh. Geschafft. Da geht's mir gleich einen Ticken besser, muss ich gestehen. Alles für den Segen. Ja, dann lass uns doch da mal hin. Mit Anna reden. So, wo steht mein Auto? Das stand doch da unten irgendwo. Da ist die Straße. Da steht's. Na also. Wenigstens etwas, auf das man sich verlassen kann. So, aber bevor ich das mache, brauche ich ein bisschen mal wieder Heilung. Deswegen sage ich erstmal ein bisschen Nachschub. Nur einen Augenblick. Ich bin eigentlich schon eine ganz schön arme Kirchenmaus dafür, dass mir gefühlt die halbe Stadt gehört. Also voll aufmunitionieren.
Ja, und die Weste, die finde ich hoffentlich irgendwo eine. So, erstmal fit gespritzt. Danke, tschö. Na, wer hat jetzt Bock auf Cabrio? Ich hab Bock auf Cabrio. Bleib mal stehen, du. Du hast ein geiles Auto, weißt du das? Habe ich dem Auto jetzt einen Platten gemacht? Wie konnte ich denn da jetzt einen Platten schießen? Egal, wir fahren mit den Platten. Sogar cooler mit Platten zu fahren. Denn da weiß ja jeder, dass mit Platten Autos viel mehr Abtrieb haben. Oder wenn du auf der Felge fährst, ist es noch besser, weil die Felge den Vorteil mit sich bringt, dass die... Ja, was ist der Vorteil der Felge? Die krallt sich in den Asphalt sozusagen rein. Oder wenn du auf dem Dach fährst, auch der Vorteil, dass... Ja, scheißegal. Ach, egal. Bring mein Auto. So eine Kacke. Oh, der wäre ja nice. Lass doch mal hier so mit dem... Ja, mal mit dem da fahren. Einfach mal was Cooles. Cooles mal weiter nutzen. Da, lässig. Da fehlt jetzt noch B.A. Barackos am Steuer und dann wäre das fast stilgerecht. Besonders so viele Scheinwerfer. Ich weiß das zu schätzen. Aber der Sound stimmt. Mann, Mann, Mann. Fahrt doch mal zu hier alle. Wer mag schon Staus? Ich nicht. Okay. Schiebt ganz schön über die Vorderachse, muss man sagen. Aber ist kein Problem. Ich war ja, bin ja im früheren Leben Stuntfahrer gewesen. Das wissen nur die wenigsten. Und dementsprechend ist das natürlich für mich easy peasy, so ein über die Vorderachse schiebendes Auto zu fahren. Jetzt fahren die im gleichen Tempo nebeneinander her. Ist nicht euer Ernst fast. Hat Glück gehabt. Ja, ein bisschen, das ist nur der vordere Kotflügel gewesen. Locker vom Hocker. So, da muss ich scheinbar runter, oder? Ja. So. Wenn ihr was entgegenkommt, alles gut. Das ist genauso gewollt. Mann, da ist ja ein Parkhaus. Ich war noch nie in dem Parkhaus hier in dem Spiel. Gibt's da was Schönes? Ja, da müssen wir mal schon mal schnell reinschauen. Hat einer von euch mal früher Driver gespielt? Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen dran. So ein Parkhaus mit Autos. Da war ich früher in Driver immer drin, hab reingeguckt. Aber das ist ja jetzt nicht so geiles Zeug hier, was da drin steht. Auch nicht. Ich hätte jetzt mir irgendwie was Geileres erhofft, muss ich gestehen. Wer pfeift hier? Aber wenn ich schon hier bin, ich finde es jetzt total doof. Ich nehme den. Der ist knuffig, der ist rosa. Den nimmer. Oh,
Aber wer hier pfeift, das wird mich... Wer ist denn hier die Pfeife? Das hört sich an, als ob da ein Rasenmähermotor drin wäre in dem Ding. Aber wenigstens habe ich schon mal Gepäck dabei. Also falls ich auswandern will, ist das Gepäck immer schon am Start. Wow! Sorry. Gott sei Dank ist das Thema Kameras hier noch nicht so gegeben. Oh, fast sogar gedriftet. Wahnsinnsbeschleunigung. Man wird förmlich in den Sitz gepresst. Aber das Schöne ist, der ist so langsam, da braucht man fast nicht bremsen. Ja, da ist da an ein paar ganz schön kranke Wichser geraten. Ja. General Harris, diese Symbole, die Zeremonien, dieser Kult, der sich selbst als Familie bezeichnet. Bonnie und ihre Leute arbeiten auf irgendwas hin. Aber was hat Anna damit zu tun? Wie auch immer, diese kranken Wichser werden erledigt. So, Anna, sprich dich mal jetzt aus. Alles okay? Hab so eine Psychodroge abbekommen, die sie bei den Ritualen einsetzen. Hat mich ganz schön umgehauen. Ich sagte es doch. Ich sagte es doch. Pass auf den Schleier auf. Ich sagte es doch. Schleier? Das Zeug heißt Schleier? Ja, der Schleier. Schleier zieht auf, Geist steigt empor. So einfach. Ich sagte es doch. Du hörst mir nicht zu. Niemand hört mir zu. Ja, vielleicht nicht. Aber ich kenne jetzt deine Freundin Bonnie. Wirklich? Ja, wirklich. Bonnie ist ein Fall für die Irrenanstalt. Als ich wieder draußen war, habe ich mir die zeremoniellen Orte mal angeguckt. Sie nennen sie... Orte der Finsternis. Schmerz, Tod, Leiden, Orte getränkt in Trauer. Wie Sammys. Wie Sammys. Jeder dieser Orte steht für einen anderen Aspekt ihres Glaubens. An dem Herrenhaus war ein Symbol, das sich auf die Noblen bezieht. Das Mardi Gras-Warenlager trägt das Symbol für das Pack. Und die geschlossene Schule hat meine Aufmerksamkeit geweckt. Sie trägt dasselbe Zeichen wie du, Anna. Sie nennen es den Segen. Ja. Ja, der Segen. Der Segen wird aufsteigen. Bonnie liebt den Segen. Sklaven trugen einst das Zeichen ihrer Besitzer. Es ist klar, dass Bonnie dort das Sagen hat. Möglicherweise ist sie der Segen und sieht Anna als ihren Besitzer. Bonnie, der Segen? Nicht Bonnie, aber der Segen... Der Segen. Ja, sprich dich aus. Lincoln, wer ist Sammy? Er war... ist... wie ein Vater für mich. Hat mich bei sich aufgenommen. Er starb. Ja. Tut mir leid. Mir auch. Mir auch. Lincoln. Sieh mal. Das Symbol. Ich kenne es vom Opernhaus im French Ward. Es steht seit 60 Jahren leer. Da war ein Feuer, oder? Ja, unsere Leute wollten nicht weiter gelyncht werden, also warteten sie, bis alle mächtigen Weißen in der Oper waren und dann haben sie sie in Brand gesetzt. Um die 100 Leute starben. Vielleicht steckte mehr dahinter. Soweit ich das verstehe, hat die Ensanglante drei Aspekte. Den Segen, was auch immer das ist. Die Noblen, reiche weiße Arschlöcher. Und das Pack, arme Schwarze. Vielleicht war es so im Opernhaus in dieser Nacht. Das Pack wurde all die Noblen los. Aber sie haben es nur geschafft, sie für ein paar Jahrzehnte im Bayou zu versenken. Ging Bonnie jemals mit dir zum Opernhaus? Opernhaus? Mhm. Opernhaus. Der Segen. Die Reinigung. Nein, du verstehst es nicht. Du verstehst es nicht. Du siehst nicht mit den Augen, sondern mit dem Fleisch. Das Fleisch, es verzehrt. Es schenkt nichts. Hey, ist okay, Anna. Anna, ist okay. Ruh dich aus.
ein wenig ich fertig, mir wohl die das Dame. Opernhaus etwas genauer ansehen. Etwas so Böses. Unterschätze es nicht. Werde ich nicht. Warte, Lincoln. Lincoln, bitte. Bitte geh nicht. Es ist ein böser Ort. Ich krieg das hin. Nein. Kriegst du nicht. Ja, dann ab zum Opernhaus. Mir schwant unfassbar Fürchterliches. Meine Ambition ist eher gering. Aber ich brauche ein anderes Auto. Mit dieser Knutschkugel fahre ich keinen Meter mehr. So, da drin gäbe es irgendwo eine Weste in dem anderen Haus. Ich habe so das Gefühl, die sollte ich versuchen mitzunehmen. Na, da gibt's wohl Geld. Das nehme ich auch gerne mit. 500, naja, besser als nix. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob ich hier sein darf. Ich bin weg. Ich war's nicht. Tschö. Danke. So, bringen wir mal ein anderes Auto. Wir fahren wieder mit dem, der war einfach so vom Style her das geilste Auto bis dato. Ich bring ihn dir sofort rüber. Steig ein. Das ist eine große Hilfe. So, also mal da ab. Ab dafür. Ich freue mich ja jetzt schon auf das Opernhaus. Ist ja bestimmt gar nicht gruselig. Und ohne Scheiß, ich bin da wirklich, also vielleicht kommt es nicht so rüber, ich bin da echt ein Mädchen. Deswegen werdet ihr auch, wie gesagt, niemals hier Horrorspiele sehen. Weil ich das einfach nicht ab kann. Und auch dann vorher gerade ist wieder dieses Düstere und so. Ich finde es ganz geil gemacht, so spielerisch. Aber ich finde es halt doof. Vom Gruseln her. Auch total toll. Du fährst komplett scheiße vor der Polizei. Aber das interessiert eigentlich erstmal so nicht wirklich. Die Straßen sind hier aber auch schmal, ey. Okay. Ups. Ach nö. Hallo, ich bin gerne ein paar Polizisten hier rüber. Alle verfügbaren Einheiten. Ja. Bitte, ich hab doch die gar nicht getroffen. Ich bin eigentlich drüber hinweggeflogen, ey. Eigentlich war da gar nichts. Sollen sich nicht immer so anstellen hier. Die habe ich auch nicht erwischt. Bisschen angebumst vielleicht. Hey, wie schaust du durch? Der Kult wird gern nachts aktiv. Am besten warte ich hier, bis sie aufkreuzen. Nein. Ich will nicht warten, bis die ihn aufkreuzen in der Nacht. Geh einfach rein, mach dein Ding. Scheiß drauf. Was ist denn das Blaue? Nee, das ist scheinbar unten. Und scheinbar drüben. Das will ich jetzt wissen, was das ist. Keine Ahnung. So, was gibt's jetzt da drin? Aha. Und warum ist das Auto? Was ist daran so besonders? Naja, egal. Ich freue mich ja unfassbar auf diese jetzige Aufgabe. Nicht.
Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und wir warten, bis Nacht ist, bis es richtig schön dunkel ist und gruselig wird. Ach, Gott sei Dank ist noch nicht so dunkel. Finde einen Weg hinein. Warum schmiegt sich der da nicht an? Merkwürdig. Die Frage ist, wo geht's da überhaupt rein? So, übers Dach vielleicht. Bin gerade zu doof dafür. Wie sieht's denn aus mit dir? Du Scheiße, jetzt bin ich aber wach. Ich hab doch. So. Auch wenn es jetzt nicht so gewollt war, aber das lief ganz gut. Eigentlich ist da der Ding gewesen. Naja, scheißegal. Du hast noch nie eine wie mich gehabt. Schön Munition mitnehmen. Oh, da sind Granaten. Die nehme ich mit. Das artet hier allmählich in Arbeit aus. Ihr könnt aufhören, ihn zu suchen, wenn er tot ist. So. Da geht jetzt auch endlich so in Deckung, wie das soll. Wieder einer weniger. Ja. Ja, ja, brauchst du nicht aufgeben. Ich komme schon zu dir. Nur noch die Leiter. Da! Los! Solange er nachlädt! Worauf wartest du? Mach ihn Feuer auf der Marsch! Ruhm dem Segen! Hoffentlich magst du es heiß! Ja, ich hoffe, du magst es auch heiß, mein Lieber. Na, heiß genug? Sehr schön. Ist hier sozusagen vorgezeichnet. Ach nee. Erkunde das Opernhaus. Da ist eine schusssichere Weste, die hätte ich gern. Tretet vor, ihr alle. Unsere Schwestern sind bereit für die Segnung. Kommt jetzt hoch. Willkommen, Brüder und Schwestern, an diesem gesegneten Ort. Mit dieser Initiation erheben wir uns. Mit diesem Ritual ehren wir Père Sanglant. Möge sein Wort uns binden und schützen. Und wir werden ihn den Segen nennen. Und der Segen wird erneut die Ensanglanté führen. Gebt euch einander hin, wie es der Vater gebietet. Zu Ehren der Ankunft des Segens. Und nun unsere Salbung. Begib dich zur Bühne. Muss ich da jetzt echt runter? Nimm das Fleisch und du wirst dich erinnern.
ich habe eine Waffe. War für mich das in dem Augenblick Beste. Ich sehe den nicht mal. Einfach dunkel. Naja, wir nehmen mal lieber das Sturmgewehr. Ich glaube, ich muss unten lang. Ach ne, da geht's gar nicht. Wo geht's denn da rein? Ja, scheinbar nur den einen Weg. Aber es ist unfassbar dunkel. Da geht's irgendwie weiter, oder? Ich sehe echt fast gar nichts. Scheiße, sieht aus, als würde es gleich zusammenbrechen. Na klar, deswegen steck mal lieber deine Waffe weg. Hast schon recht. Dank. Eine Waffe wieder. Oh, und wieder untersuchen. Ich sehe echt fast gar nichts. Ah, Bild runter. Das ist eine gute Idee. Wenigstens irgendwas, das man mal sieht. Scheiße, wo sind die hin? Da kann ich nicht rein. Hätte mir ja gern die Waffe geholt. Geile Tür. Wie sind sie denn hier rausgekommen? Gute Frage. Aha. Okay, ich kann keine Waffe gerade nehmen, also von dem her. Ja, und wir sind schon wieder high. Läuft bei ihm. Bonnie, was haben deine Leute hier gemacht? Da ist irgendwas. Aha. Ah ja, da hinten. Spielen wir das doch mal ab. Mann, ey. Dass ich auch dauerheil bin immer. Das scheint der einzige Antrieb hier zu sein. Als wir hinabstiegen vom Himmel, hat das Fleisch uns verzehrt. Und die Dunkelheit umhüllte uns. In der Dunkelheit fanden wir Erneuerung. In der Dunkelheit fanden wir den Segen. Lass dich vom Fleisch verzehren und betrete die Dunkelheit. Lasse den Segen wieder wandeln als einen der unseren. Alles für den Segen. Aha. Ist das der einzige Weg? Dies ist deine Chance, deine Familie, die dich liebt, zu alter Größe zu führen. Du bist auserwählt. Alles für den Segen.
Das ändert nichts. Oh oh. Du hast gesegneten Boden entweiht. Ja. Ah ja. Töte mich, aber nicht das Mädchen. Sie hat den Segen empfangen. Meine Blutlinie wird in ihr weiterleben. Darum geht's bei der Sache. Wo ist Bonnie? Ich umarme den Tod. Ich gehe ohne Scham und in Frieden. Oh, Heidewitzka. Da ist aber jemand sauer, ey. Na, okay. Das war doch ganz angenehm. Du warst böse. Ja, und du bist tot. Ah, Geld. Oh, da liegt einiges. War das die, wo ich vorher mit den Granaten weggemacht habe, oder? Das tut doch mal ganz gut. Mal wieder eine schöne Geldspritze. Ja, und eine Weste. Die wollte ich. Ich mag dich nicht. Ich dich auch nicht. Wenigstens beruht es auf Gegenseitigkeit. Ja, Granate, wolltest du sagen? So. Ja, damit haben wir es hier geschafft. Und ich denke auch, wir sind hier einmal mehr am Ende angekommen. War wieder etwas länger als geplant, aber trotzdem, Gott sei Dank, nicht so gruselig am Ende. Damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Mafia 3. Euer Alcaramba!